Bioshock Infinite. Nee. Booker, hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Bioshock Infinite. Wir haben den ersten und den zweiten Teil durch. Doch nun, 1912, Küste von Willst Maine. Du einfach bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen, rudern. Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine mache. Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Rudern. Tu's doch einfach, sonst kommen wir nie an. Nein, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Elizabeth. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe das nicht so ganz, aber okay. Da, Leuchtturm. Hier wären wir. Na gut, dann mal aufstehen und... Oh, es ist so nass hier. Sollen wir ihm sagen, wann wir wiederkommen? Würde das was ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir uns einig. Hey! Wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ort, um zu stranden. Vielleicht ist ja drinnen jemand. Na gut. Dankeschön. Oha. 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 Und hier? Oh. Ein Bütchen. Hier wieder. Bojen und alles Mögliche sind wir hier. Hier sind viele kaputte Bütchen. Was sollte das? Und schon wieder ein Leuchtturm. Immer dieser Leuchtturm. Aber das ist ein anderer Leuchtturm, oder? Hier, die große Krabbe. So, was haben wir hier sonst noch? Okay, ein bisschen Geld, eine Dose für Gesundheit. Okay. Das kennen wir ja noch aus dem letzten Teil und aus dem vorletzten Teil. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal rein. Oh, eine Notiz. Was? David. Bring us the girl and wipe away the debt. This is your last chance. Sehr einladend auf jeden Fall. Entschuldigung, ich bin Booker DeWitt. Ich glaube, Sie erwarten mich. So, Moment. Of thy sins shall I wash three, thee. Okay. Eine Schüssel zum Benutzen. Okay. Da sind wir. Wir sehen mal unser Gesicht. Das konnte man vorher, glaube ich, noch. Damit, Kumpel. Diesmal haben wir sogar eine Stimme. Wir sind Booker DeWitt. Das spielt natürlich alles jetzt zu einer ganz anderen Zeit. Wieder fast direkt am Anfang schon alles looten. Wir wissen ja nicht, wie wichtig das später sein wird. Ist jemand da? Hallo? So, alles Schrank durchsuchen, erstmal direkt hier am Anfang alles klauen, wer auch immer hier hingehört. Telefon? Ganz schlechter Empfang. Sind ja auch mitten auf dem Meer. Und wir wissen auch, was mitten auf dem Meer sein wird. Rapture. Ich hoffe, der Ton ist gut so. Oh. Gab's hier etwas Streit, etwas Stress. Und ein Radio. Das ist sehr beruhigend natürlich. Aha. Vielleicht gibt's da später eine Trophäe. Alle Waschbecken benutzt. Weil wir so richtig hygienisch sind. Oh. Leicht unberuhigend. Was ist denn hier?
Ach du Scheiße. Was? Was? Erstmal klauen. Ist er. Scheiße. Don't disappoint us. Scheiße. Den hat es wohl erwischt. Verdammt. Diese Elizabeth scheint ziemlich wichtig zu sein für bestimmte Personen, aber für wen? Wo sollen wir hin? So, wir sind jetzt auf dem Turm. Da hinten. Licht? Also wir sind doch nicht mitten am Meer. Also mitten auf dem Meer. Wir sind so Richtung an der Küste. Deswegen auch der Leuchtturm. Okay. Guide me the way. So, eine Glocke. Glockenläuten. Moment mal, diese Karte. Ah. So. Einmal die hier. Zweimal die hier. Und zweimal die hier. Oh. Was in aller Welt? Ach du Scheiße. Ach du. Ach du. Hallo? Hören die das da hinten? Ach du Scheiße, was ist das? Alter. Sesam, öffne dich. Spielt uns eine Melodie. Was ist das? Alter! Hallo? Okay. Die ganze Show. Okay. Die ganze. Ich soll mich wohl in den schicken Sessel da setzen. Die ganze Show-Einlage hier eben mit den Lichtern und allem, Tönen und rumherum, für einen Stuhl. Für einen bequem aussehenden Stuhl mit Handschellen. Natürlich. Warum nicht? Warum nicht? Wir setzen uns einfach mal hin. Komm. Ich bin mal gespannt. Mach dich bereit, Pilger. Die Brücke dienen nur der Sicherheit. Was ist denn jetzt los? Eine Kuppel. Oh, oh. Nein! Unsere Waffe! Achtung! Der Aufstieg beginnt in 5, in 4, oh, oh. 3, was? Aufstieg? 2, hat die Aufstieg gesagt? Was? Aufstieg. Aufstieg. Es geht hoch? 5, ach du Scheiße. Was? Ach du Scheiße. Was? Es geht ja gar nicht nach unten. Es geht ja... Halleluja. Nein. Was? Was? Die Stadt über den Wolken. Der Fallschirm hat sich geöffnet. Ach du Scheiße. Wir sind über den Wolken. Ei, ei, ei. Father Comstock, der Prophet. Und es geht wieder etwas runter. Wir sind angekommen. Und es lädt wieder. Nanu. Sehr schnell. Das ist... Alter, das ist ganz komplett anders als die Vorgänger. Oh, die Musik. Richtig schön. Oh, wo kommen wir hin? And the prophet shall lead Abel to the new Eden. Nanu. Wir sind da. Alter.
das ist richtig schön. Aber ich habe Angst, dass dieser Prophet hier, der so vergöttert wird, dass es einfach nur der neue Andrew Ryan ist. Finde einen Weg in die Stadt. Alter. Okay, so können wir die Navigation starten. Da, der Prophet, er leitet uns zu der schwebenden Stadt. Oh, das ist richtig schön mit der Musik. Ein ganz anderes Feeling. Komplett anderes Feeling. Mein Respekt an den Typen, der hier 1000 Kerzen hingestellt hat, mitten im Wasser. Sehr schön. Welcome Center. Alter. Hier wird man scheinbar wiedergeboren. Hier die Bänke. Richtiges Kirchenfeeling vor allem. Geld klauen, Geschenk durchsuchen. Ja, nanu. Hier kann man auch nochmal ein bisschen looten. Oh, das ist richtig schön. Ich finde die Musik richtig toll gerade. Also, ich will hier gar nicht mal weg. Aber ich habe die Befürchtung, das wird noch richtig furchtbar. Wow. Ich muss zusehen, wie ich hier rauskomme. Ja, ja. Entschuldigung. Oh. Wo bin ich hier? Im Himmel, Freund, oder dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen. Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Ja. Oh. Nanu, wer ist denn das? Da wird noch ein bisschen Geld. Meine lieben Angehörigen meines Fanclubs. Danke, dass ihr alle zahlreich erschienen seid. Es ist schön, dass ihr da seid. Egal, weiter. Na, mal schauen. Wir kamen ohne irgendwas an und haben schon 29 Dollar. Oh. Ein Voxophon. Audiolog abspielen. Liebe den Propheten, denn er liebt den Lady Sünder. Kanzler. Liebe den Sünder, denn er ist du. Aber gäbe es keinen Sünder, wozu bräuchte man einen Erlöser? Gäbe es keine Sünde, wozu bräuchte man... Der Spross des Propheten. Also die Lady Comstock, das ist scheinbar die Frau des Propheten. Boah, das ist... Ich muss es einfach wieder sagen, die Musik ist sehr schön. Auch der Ort. Nur ob das jetzt wirklich so eine Religion ist oder ob das wirklich so in Richtung Sekte geht. Ich habe eher die Befürchtung, dass es noch richtig jedes krank Jahr. Wird. An diesem Tage erneuern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt, hallo. Unserem Propheten, Vater Comstock. Wir erneuern es durch Opfer und Danksagung und indem wir eintauchen in die süßen Wasser der Taufe. Na nu? Und seht, hätte der Prophet unsere Feinde bei Wounded Knee vernichtet und das Sodom unter uns nicht verflucht, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur das Sodom unter uns verflucht, nicht aber die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen und nicht für unsere Erlösung gebetet, es wäre genug gewesen. Wir treten mal ein in den Neuer aus dem Sodom unter uns, angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor unserem Propheten, unseren Gründern, unserem Herrn. Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt. Alles Blondine. Der einzige Weg nach Columbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Willst du geläutert werden, Bruder? Natürlich, Bro. Umkehren und wieder in die Rakete steigen. Ich bring's hinter mich. Okay. Komm und werde geläutert. Halleluja! Halleluja.
Hey. Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Seine Augen. Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er noch nicht aus. Natürlich. Eher sektmäßig. Hallo? Wer klopft denn da? Hä? Wer ist Hallo? Da? Was? Wer ist da? Bringen Sie uns die Kleinen und tilgen Sie die Schuld. Was wollen Sie? Wir hatten eine Abmachung. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Ich hab doch gesagt, ich mach das nicht. Gehen Sie weg. Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Komm, wir öffnen mal die Tür. Ach du Scheiße, was ist hier los? Ach du... Oh, 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 oh. Nano? Was? Dieser Idiot von Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertränken klar machen. Alter, was war das gerade für eine Szene? Suchen und rausfinden, wo ich bin. Oh, guck mal. Kolibri. Oh, wie süß. Auf das Edens oder? Kolibri. Über alle anderen ich bin verwirrt. Vater Jefferson erhielt Schlüssel? Schwert? Das Edensgesetze ist über alle anderen Nationen erheben sollen. Ah. Und so erneuern wir jedes Jahr unser Bekenntnis zu den Gründern und dem Propheten Vater Comstock. Bekennen uns erneut zum Propheten Vater Comstock. Auf dass wir auf dem Pfad des Propheten wandern. Amen. Ich habe echt ein ungutes Gefühl jetzt. Unser Prophet füllt die Lungen mit Wasser, auf dass sie die Luft umso mehr lieben. Oh, die Äpfel sind hier ungesund, oder was? Ah, hä? Ah, da kommt doch, das ist gesund. Das ist gesund. Äpfel sind gesund. Jetzt bin ich auch mal zur Erkenntnis gekommen. Schön mit den Flügeln hier. Der du den Delaware überquertest, mit flammendem Schwert auf Engelsflügeln. Behüte mich und gib mir Kraft. Essen Snickers, dann kriegst du Kraft. So. Dann tu, was ich ein Rebell gegen Ignoranz und Tyrannei. Teile deine Weisheit mit mir und lass das Licht deiner Klugheit ein Leuchtfeuer sein in der Dunkelheit. Vater Jefferson, erhöre mich. Beim Schwert und der Rolle und dem Schlüssel. Amen. Okay, dieses Schwert, Schlüssel und die Rolle, das hat irgendeine tiefere Bedeutung, habe ich das Gefühl. Könnte später nochmal wichtig werden. Dass es weder Zufall gibt, noch Glück, nur Vorsehung. Und dass du schauest, ihr göttliches Wirken, erkennest das Überirdische. Deine Inspiration und Imagination übersteigen bloße Wissenschaft und öffnen uns... Dass eine Stadt fliegt, heißt nicht, dass keine Idioten drin wohnen. Also gut, ich muss das Mädchen finden. Erstmal eine Banane da drauf und Salz, okay. Salz ist wichtig, warum auch immer. Aber es war blau. Es war blau, das könnte... was mit Adam zu tun haben? Mit Eve? Dann gehen wir mal durch die Tür. Und das in der nächsten Folge zu BioShock Infinite. Bis dann, ciao.